viele Grüße, sozusagen herzlich willkommen in der Früh, morgen, für diese Sitzung, dieses Satellite-Symposium von Rainer. Und es geht um ein, glaube ich, sehr interessantes Thema, gleich einmal vorweg über die nicht diffraktiven, sozusagen jetzt Monofocal Plus Linsen. Wir haben eine sehr gutes Panel, das darüber jetzt ausführlich reden wird und diskutieren würden wir auch gerne dazwischendurch kurz. Also ich würde auch alle Redner sozusagen bitten, sich möglichst an die Redezeit zu halten, dass wir eben noch ein bisschen Zeit zum Diskutieren haben. Und würde gerne gleich vorweg beginnen mit einem sozusagen kurzen Überblick, einer kurzen Einführung, wenn man so will, zur Linse. Hier meine Financial Disclosures. Wir machen eine Studie und haben Studien gemacht mit Rainer, aber sonst habe ich keine finanziellen Interessen. Warum überhaupt Monofocal Plus? Klarerweise die Idee intermediärer Visus wird immer wichtiger. Sie sehen auf der rechten Seite so eine ganz interessante Grafik aus einem 2019 Report von den USA. Für die Gruppen 55, 65 und 75 plus, wie die sozusagen ihren Tag verbringen, mit welchen Art von Tätigkeiten. Und wir sehen Leisure und Sports, zumindest in den USA, hat einen sehr, sehr großen Anteil. Und auch dann sozusagen noch Household Activities, Errands, Caretaking. Und wenn Sie dann schauen, das eigentliche Reading, das ist dieser helle Balken, ist weniger als eine Stunde in diesen Altersgruppen. Das heißt, diese echte Naharbeit in dem Sinn ist gar nicht mehr so prävalent, zumindest in den USA. Und ich glaube, dass in Europa nicht so viel anders sein wird. Hier sieht man jetzt auch das Konzept der Monovision, das es ja schon lange gibt, bei Kontaktlinsenträgern überhaupt schon sehr lange gibt, aber auch in der IOL-Chirurgie. Und wir sehen das weltweit, also Presbyopie-korrigierende Linsen, die klassischen, wahrscheinlich weniger, also ungefähr weniger als 5%, ca. 4% ausmachen. Und vielleicht sogar ist das sogar manchmal ein bisschen optimistisch. Und die Monovision ist ein gutes Viertel. Und Sie sehen das dann auch für die verschiedenen Regionen aufgeteilt. Und das sieht man eben auch, dass, also wenn wir jetzt Westeuropa hernehmen, dass diese Monovision eigentlich immer noch einen relativ starken Teil ausmacht. Jetzt können wir Monovision auch verschieden definieren. Es gibt diese quasi volle Monovision mit über 1,5 Dioptrien Unterschied zwischen den Augen. Das ist etwas, das wir an und für sich eher seltener machen, zumindest bei Kontaktlinsen wird es immer wieder angewandt, aber in der IOL-Chirurgie ist das eher unüblich, weil das dann in höherer Rate an Reoperationen sozusagen resultieren könnte. Aber man macht es vielleicht doch ab und zu bei jemandem, der schon physiologisch und selber immer schon eine starke Monovision gehabt hat, die Patienten. Das sind wenige, aber manche sind es, da kann man das machen. Viele werden so moderate gehen, eine Dioptrie, 1,25 Dioptrien Differenz. Und jetzt eben immer häufiger, eben vor allem in der Kombination auch mit Monofocal Plus Linsen, ist diese Mini-Monovision mit einer halben, dreiviertel Dioptrie Unterschied. Das ist ein Dias, wo ich auch den Graham Barrett abgebildet habe, den wir ja alle ganz gut kennen und der immer schon Monovision gemacht hat und wir auch schon seit weiß nicht wie vielen Jahren darüber geredet haben. Und er hat sich gedacht, wie können wir diese Monovision noch ein bisschen enhancen, ein bisschen besser machen und hat eben im Grunde genommen jetzt zusammen mit Rainer eben diese Linse mitentwickelt, eine optimierte asphärische Oberfläche, die eben die Tiefenschärfe erweitern soll. Das sieht man im Zentrum quasi eine Zone, aber jetzt nicht als Zone in dem Sinn so sichtbar, wo eben im Grunde positive sphärische Aberration induziert wird, aber die Gesamtaberration der Linse dann doch wieder im neutralen Bereich ist, sodass auch unter mesopischen Bedingungen ein gutes Kontrastsehen sichtbar sein sollte. Und auch eben entsprechend auch keine Dysphotopsien, weil wir jetzt keine Steps haben, keine Ringe haben. Man redet von 2,25 Dioptrien Sehbereich, das wäre aber natürlich dann nur bei einem Dioptrie Offset. Die Linse selber macht nicht so eine starke Tiefenschärfe, aber das ist ja die Idee mit dem Offset, mit der Monovision kombiniert. Was man mit dieser positiven sphärischen Aberration erzielt, ist, dass diese Defokus-Kurve und auch die MTF in Richtung Hyperopen-Bereich sozusagen ein bisschen ausläuft. Und damit kann man dann eben spielen. Also Sie sehen jetzt hier auch die verschiedenen Offsätze im nicht dominanten Auge bis zu einer Dioptrie. Man kann natürlich auch mehr machen. Hängt sicher auch von den Wünschen des Patienten ab. Aber dann könnte man auch tatsächlich mit einer Leseleistung rechnen. Und nachher werden wir dann die Resultate von verschiedenen Studien auch schon hören.
hier nochmal das Konzept so ein bisschen visualisiert, mit diesem Offset, in dem Fall jetzt ein starker Offset von 1,5 Dioptrien dargestellt, eben dominantes Auge typischerweise für Ferne und das nicht dominante eben für den Mittelbereich. Und so würde es mit einem Monofokalen ausschauen, wo wir dann zwischen den beiden Augen doch einen deutlichen Abfall haben im Visus und entsprechend dann da auch natürlich astenopische Beschwerden entstehen können bei manchen Patienten. Hier nochmal das sozusagen summiert, weil natürlich das nicht dominante Auge hilft ja auch in der Ferne, ein bisschen zumindest, ist ja nicht, und aufgrund auch dieses Hyperopen sozusagen, dieses auslaufenden Defokuskurve, und so gesehen ist natürlich auch eine Summation zu erwarten, auch für die Ferne und vor allem auch für die Mitteldistanz. Hier nochmal dargestellt, dieses Blended Vision Konzept, zuerst eben hier jetzt einfach mal oben bilaterale Emmetropie mit einer Standard monofokalen Linse, dann hier unten schon mit der EMV, das sieht man auch schon natürlich, dass der Intermediärbereich auch, wenn wir beide Augen auf Ferne einstellen, und das kann man natürlich auch machen, spricht überhaupt nichts dagegen, dass man eben schon hier einen Added Benefit hat. Und dann eben, wenn wir jetzt das Monovisionskonzept eben anwenden, diese Blended Vision im unteren, wo wir sozusagen wirklich von der Ferne bis sogar teilweise in die Nähe eigentlich eine recht gute Visusergebnisse haben. Das heißt, wir haben also eben diesen erweiterten Bereich, idealerweise, wie gesagt, bilateral implantiert, mit diesem nahtlosen Übergang, diesem Blended Vision, wie schon gerade besprochen, und eigentlich damit auch keine Stereopsis-Probleme zu erwarten und auch keine astenopischen Beschwerden zu erwarten. Die Pupillenunabhängigkeit ist auch, glaube ich, etwas, das man auch erwähnen sollte, dass im Grunde genommen auch, wenn die Pupille eben auch weiter ist, die Funktion immer noch erhalten bleibt, und auch Dezentrierungs- und Verkippungsanfälligkeit ist nicht zu erwarten und, wie gesagt, bei einer weiten Pupille auch durchaus insgesamt gute mesopische Visusergebnisse zu erwarten. Das Material ist bekannt, das ist schon seit, wie wir es wissen, von Rayner seit vielen, vielen Jahren am Markt, hat keine Mikrovakuolen, ist sehr gut komprimierbar, ist also auch für kleine Inzisionen. Wir wissen eine sehr sozusagen kontrollierte Entfaltung, auch Silikonanhaftung bei Patienten, die später eine Vitrektomie und Silikonöl brauchen, ist hier gering. Und wir wissen auch, dass die Biokompatibilität dieses Materials hinlänglich bekannt ist und sehr gut ist. Und die Linse ist auch vorgeladen. Sie wissen, das ist sozusagen auch einer der Highlights sozusagen von Rayner, ist dieses Zwei-Schritt-System der Preloaded Linse. Viskoelastikum kommt in dieses kleine Loch und dann wird zugeklickt und dann geht schon los. Das ist auch angenehm, man muss es weniger manipulieren. Und ist natürlich nicht nur für diese Linse, sondern auch für die anderen Linsen vorhanden. Es wird die torische, wenn ich es richtig verstanden habe, dieses Jahr im Herbst herauskommen. Ist sicher auch wichtig, weil ja doch einige Patienten klarerweise auch einen Astigmatismus haben auf einem oder auf beiden Augen. Und da können wir auch sicherlich nachher noch dann kurz diskutieren, wenn wir die Resultate von den Studien hören, nicht inwiefern man auch den Astigmatismus, wie sozusagen aggressiv soll man sein gegenüber auch niedrigen Astigmatismen, ist sicher ein interessanter Diskussionspunkt. Das heißt, zusammenfassend, mit Graham Barrett wurde hier eben eine, glaube ich, sehr interessante Studie, eine interessante Linse entwickelt, die eben auch verbesserte Monovisionsergebnisse bringen wird und dieses nicht diffraktive Design eben auch entsprechend keine Dysphotopsien zu erwarten sind, wie wir es von den diffraktiven Linsen kennen. Ich will das jetzt noch hier, genau, und man kann es natürlich auch bilateral für Ferne verwenden, auch nicht zu vergessen, also die Linse kann man sehr wohl auch ganz standardmäßig anwenden. Noch ganz kurz will ich das hier missbrauchen, um auch für Sie nach Milan einzuladen, zur ESCS im September, glaube ich, auch ein sehr aufregender Kongress, also wir fiebern ihm entgegen und vielleicht sind Sie auch dabei, das würde uns sehr freuen. Vielen Dank. Und ich würde sagen, wir machen gleich weiter mit dem Gerd Auffahrt, und ich nehme an, du wirst schon die ersten Resultate uns zeigen. Ja, vielen Dank, Oliver, für die Einführung, und auch freue ich mich, dass doch ein paar Leute es geschafft haben, herzukommen nach einem wahrscheinlich sehr erfolgreichen Freitagabend in Nürnberg. Nach vielen Jahren wieder das erste Mal, denke ich, das haben viele Leute auch genutzt. Ich werde jetzt meine Erfahrung so ein bisschen mit der Ray One EMV zeigen. Das sind die Disclosures, wie man so schön sagt.
Ich muss sagen, ich bin schon wirklich sehr lange mit Rainer verwandelt. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich nach Heidelberg kam, 1994, da war sogar noch das Headquarter, in Anführungszeichen, von Rainer in Deutschland in Heidelberg gewesen. Die einzige Linsenfirma allerdings, die in Heidelberg war. Also da haben wir schon eine sehr lange Tradition. Und was ich interessant finde, ist, dass immer wieder Innovationen von Rainer kommen. Ja, also wenn man sich die letzten 20 Jahre anschaut, sie waren einer der ersten, die auch eine torische Linse mit auf den Markt gebracht und das auch dann wirklich untergebracht haben bei den Operateuren damals. Die weltweit erste multifokaltorische IOL war eine Rainer IOL, das muss man mal sagen. Das wissen viele nicht, die denken mal, das ist Zeiss oder so. Das stimmt nicht, das ist 3-4 Jahre früher gewesen. Und auch die Sulcoflex, es gibt im Prinzip nur 1-2 Firmen auf der Welt, die eine Add-on-Linse im eigentlichen Sinne herstellen und da auch so lange Erfahrung haben. Und auch die trifokale Linse. Auch die Sulcoflex Trifokal ist auch einmalig. Also wenn man das sich überlegt für so eine Firma, da kommt wirklich über die Jahre eine ganze Menge zusammen. Und die EMV ist jetzt im Prinzip der nächste Schritt, der wieder ein neues Chapter aufmacht. Wir haben da wahnsinnig viel drüber publiziert aus Heidelberg, haben uns da immer quasi eingearbeitet. Also wieder eine Innovation, vor allen Dingen, wenn Sie sich jetzt diesen Monofokal Plus Markt mal anschauen. Da haben die fast alle das gleiche Prinzip, was sie anwenden, eine hohe Asphäre, die sie einbauen in ihre Linsen. Und Rainer kommt jetzt ja mit einem ganz anderen System, was ja, denke ich, auch nochmal beachtenswert ist. Er hat es eben schon gesagt, ein paar Sachen sind jetzt redundant, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, dass sie halt eine positive, kontrollierte, sphärische Apparation induzieren. Wir haben das ganz früher auch mal gehabt, als wir noch sphärische Linsen hatten und damals am Anfang noch darüber geärgert, dass da manchmal die sphärischen Apparationen noch verstärkt werden, aber eigentlich kann man das sogar nutzen. Ja, und das haben wir jetzt eigentlich bei Rainer hier gesehen. Und damit verbreitern wir unsere Anwendung oder wir verbreitern die Leistung der Linse, wenn man das entsprechend einsetzt. Und ich war auch überrascht, als ich dieses Dia da gesehen habe, das habe ich nochmal bei mir reingetan, wie stark doch auch in Europa noch Monovision angewandt wird. Weil ich kann mich an viele Diskussionsrunden erinnern, wo Monovision nicht so stark besprochen worden ist. Aber der Alltag zeigt eigentlich letztlich, dass viele Leute das machen. Ja, entweder passiert es aus Versehens, weil die IOL-Berechnung nicht ganz in Ordnung war und dann sagt man dem Patienten, das haben wir extra so gemacht, ja, ohne Vision. Oder man macht eben halt, nachdem das eine Auge dahin gelandet ist, passt man das zweite an, sodass tatsächlich so eine Art von natürlicher Auslese im Bereich der Monovision ist. Und damit, wenn man sich das mal anschaut, eigentlich ist Europa führend bei der Monovision, ja, wenn man sich diese Grafik anschaut. Das fand ich jetzt ganz überraschend. Australien ist jetzt nicht da drin irgendwie, oder unter ROW, Rest of the World wahrscheinlich. Da hätte ich auch gedacht, dass da ein bisschen mehr Monovision ist von Graham Barrett her. Und das Konzept ist ja klar. Und dass man eben halt mit dem Versatz doch relativ weit dann kommen kann. Ich denke, das war auch vielen Leuten nicht so bewusst, dass wir mit einer Dioptrie quasi auf 2,5 bis 2,5 Dioptrien kommen, ist, denke ich, schon eine sehr große, sehr gute Alternative. Denn im Hintergrund sind ja immer die trifokalen diffraktiven Linsen, die natürlich genau, wo wir wissen, was die liefern, aber wo wir auch genau wissen, was wir uns damit einkaufen. Und was man hier bei der Grafik zum Beispiel nicht so ganz beachtet ist, dass die Leistung auch noch von der Basisstärke der Linse abhängt. Also jetzt eine 15-Dioptrien-Linse haben oder eine 30-Dioptrien-Linse, das macht schon locker 1 bis 2 Dioptrien aus. Ich habe Patienten mit 30 Dioptrien, die dann bei 2,5, 3 Dioptrien, also richtig feste Navisus-Fähigkeiten sind. Und wenn sie da 15 Dioptrien nehmen, dann ist es nicht mehr so viel, was darüber kommt. Das muss man halt auch ein bisschen beachten. Sprich, wenn man dann einen Myopen-Patienten mit der EMV versorgen will, muss man den Offset ein bisschen mehr machen. Ja, wobei die das auch sehr gut akzeptieren, das ist nicht das Problem. Na, und das haben wir schon gehabt. Jetzt haben wir uns das erstmal im Labor angeschaut, im David Apple Labor. Das haben wir auch gerade publiziert von Herrn Labusch hier im Dezember letzten Jahres, wo wir uns alle sogenannten Monofokal Plus Linsen angeschaut haben, mit der optischen Bank genau analysiert haben und die Bildgüte und die optischen Funktionen uns angeschaut haben. Wir können das auch noch wichten mit Gewichten mit dem Kontrastempfindlichkeitsfunktion. Wir können auch eine Visus-Simulation im Labor machen und verschiedene andere Geschichten. Da ist man heutzutage, kann man also einiges vorher testen und weiß, worauf man sich dann einlässt. Das ist hier so eine gewichtete
optische Transferfunktion in Relation zum Defocus. Und da haben wir hier diese gestrichelte Linie auf minus 1, also ein Dioptrie-Offset, die Ray 1, gemacht. Und wenn Sie hier schauen, Oliver hat das vorhin gezeigt mit einer Standard, wie tief Sie darunter fallen. Und wenn Sie jetzt hier die EMV auf 0 und die andere auf minus 1, dann haben Sie eigentlich binokular hier eine quasi durchgehende Linie. Das droppt nicht so runter. Ja, vor allem, wenn Sie so diese eine Dioptrie nehmen. Wenn Sie dann hier noch zwei oder drei Dioptrien nehmen, ist klar, aber ich denke, das ist jedem sinnvoll erfassbar. Das sieht man also schon hier auf dieser Kurve. Und man kann das dann mit dem sogenannten United States Air Force Target darstellen. Und wir haben auch ein Verfahren, wie wir das, die binokulare Sequalität dann darstellen können. Und da sehen Sie also hier ganz klar, dass Sie da ganz klares Bild haben, halbe Dioptrie, eine Dioptrie, anderthalb, zwei Dioptrie ist eigentlich auch noch lesbar und zweieinhalb wird dann so langsam fängt es an zu verwaschen, aber zwei ist immer noch ganz gut und da können Sie also sehen, wie weit Sie da kommen, binokular, mit einem sehr guten Seheindruck. Wenn man das jetzt vergleicht zum Beispiel mit anderen Linsen, und dann sehen Sie hier doch schon sofort den Unterschied. Also so bis eine Dioptrie halten die auch alle mit, die anderen Monofokal Plus. Und dann irgendwann hier anderthalb, das ist eindeutig besser als alle anderen. Und auch bei zwei Dioptrien noch. Also da haben Sie dann eine ganz andere Auflösung da. Das sieht man hier ganz gut. Okay, und jetzt habe ich mal das nochmal zusammengebastelt. Ist vielleicht ein bisschen verwegen, aber wie ist im Vergleich mit Panoptik, Synergy und so weiter? Ja, das ist schon ein bisschen gemein, aber ehrlich gesagt, so schlecht ist das auch nicht. Ne? Also man merkt so hier zwischen zwei und zweieinhalb Dioptrien, da sind die Trifokalen doch besser, das ist schon klar. Ja, aber ich glaube, das war auch nie der Anspruch. Ne? Aber sie kommen relativ nah dran. Ja? Also es ist jetzt nicht so, dass sie da weit weg sind. Und das ist, denke ich, schon mal ganz, ganz interessant. Hier ist jetzt so ein typisches Beispiel und die Defocus-Kurve, die ich hier aufgemacht habe, im Rahmen unserer Studien machen wir die häufig fernkorrigiert. Ja? Und daran sieht man den eigentlichen Effekt der Geschichte. Und da sehen Sie auch, dass Sie hier so ein bisschen hyperoblastig sind mit der Kurve. Sie covern insgesamt, wenn Sie, je nachdem welches Visus-Niveau Sie nehmen, hier 0,2 Logma, das wäre 0,63. Da sind Sie eigentlich bei über drei Dioptrien und bei 0,1, also 0,8 Zahlenvisus, sind Sie auch so bei 2,5 bis 2,25. Je nachdem, wenn Sie jetzt hier auf minus 1 gehen würden, dann würden Sie das Ganze nochmal darüber schieben und dann wirklich eine ganz anständige Defocus-Kurve bekommen. Und dieser Patient hier hat dann auch, das ist hier seine Refraktion, oder die von der Frau, also ist genau bei minus 1 gelandet, hat die Kombination minus 0,75 kombiniert mit einer halben Dioptrie Asti, ist minus 1, andere Seite Plano. Dann haben wir binokularen Visus von minus 0,1 Logma Ferne, minus 0,1 Intermediär, also über 1,0 und in der Nähe 0,06 Logma. Ja, und das passt also mathematisch und von der ganzen Optik her passt das zusammen. Und wie gesagt, diese Defocus-Kurve, die im Rahmen von Studien dann distance-corrected ist, zeigt das aber auch genau her, diesen Bereich, den die Patienten damit abcovern. Das ist also sehr schön hier zu sehen und das passte bei der Patientin genau. Und wie gesagt, das Ganze verschiebt sich nochmal um eine Stelle, je hochbrechender die Linse ist. Und natürlich müssen Sie einplanen, wenn Sie dann, ich meine, man muss ja auch überlegen beim 10 Dioptrien myopen Patienten, ob man diese Technik anwenden will. Würde durchaus gehen, wenn man das Thema haarlos und leer damit reinzieht. Aber dann muss man ein bisschen mehr Monovision machen. Ja? Und dann muss man dem Patienten klar sagen, was der erwartet. Und ich würde zum Beispiel bei so einem Patienten beide Augen im myopen Bereich machen. Ein Auge minus 0,5, das andere minus 1,5. Das interessiert den überhaupt nicht. Wenn der minus 10 Patient unkorrigiert 0,63 sieht, dann ist der glücklich. Der braucht nicht die 1,0. Aber dafür hat er die Nähe. Also da kann man mit arbeiten. Ja? Hier jetzt verschiedene Nachbeobachtungen, 3 Monate, 6 Monate von unserer Kohorte. Und das ist eigentlich ein relativ klares Bild, was ich eben habe. Sie haben eine potenzielle 3 Dioptrien, haben Sie auf der Ebene vom Visus von 0,2, etwa 2 Dioptrien, wie wir es auch in den United States Air Force Target gesehen haben, im Bereich 0,1 Logma, sprich 0,8. Damit können Sie arbeiten, das können Sie verschieben mit dem Offset und können das entsprechend anpassen. Also da haben wir eigentlich wissen wir jetzt relativ genau, in welche Richtung wir gehen müssen, wenn wir das System anwenden können. Die Fokuskurven sagen uns da genau, wo es hingeht. Also das muss ich sagen, das klappt also ganz gut.
Ups, jetzt bin ich schon drüber. Gut, dann fassen wir zusammen. Also die erste und quasi einzige Monofokal-Plus-Linse mit positiven sphärischen Apparationen. Ja, also wo die Tiefenschärfe auch in diesen anderen Bereichen, Hyperoben, verschoben wird und den man dann entsprechend mit nutzen kann. Und die Zielrefraktion ist normalerweise für das ferndominante Auge eher hyperob, ja, oder das können Sie gehen. Und für das nahdominante Auge, je nachdem, wie wir da arbeiten wollen, von einer halben Dioptrie bis anderthalb Dioptrien, denke ich, würde man das individualisiert bei den meisten Patienten anwenden und kommt dann in die Richtung von 2 Dioptrien, 2,25. Ja, und wenn Sie noch die schöne Kombination haben, irgendwie so einen 1,90 Meter großen Menschen mit langen Armen, der ist dann total happy mit einer einfachen Monovision. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielleicht kann ich ganz kurz eine Frage stellen. Du hast ja bei diesem ersten Binokularen die Fokuskurve, die du gezeigt hast, die ist eben ziemlich im hyperopen Bereich noch eigentlich recht gut gewesen. Ja. Und da stellt man sich natürlich die Frage, nicht auf der einen Seite haben wir immer gesagt, bei Monovision ist es wichtig, dass das Fernauge wirklich emmetrop ist, weil sonst werden die Patienten recht unglücklich, abgesehen von diesen Hochmyopen, da haben wir jetzt gerade. Aber wenn jetzt jemanden hast, der ein normales Auge hat oder von mir ein bisschen hypermetrop war, würdest du es wagen, auch ein bisschen ins Minus hineinzuziehen, damit du sozusagen noch was ausnützt von dem, von der Plusseite, oder würdest du lieber versuchen, den besten Visus in der Ferne zu haben? Ja, ich glaube, wir reden ja mit dem Patienten und sagen, dass es eine Monofokallinse ist. Und wir erwarten oder wir wollen ihn dann natürlich schon auf Vollvisus in die Ferne gehen. Und da würde ich schon eher zumindest das erste Plus bei der UL-Master-Berechnung nehmen, in so einem Fall. Ansonsten kann das sein, dass der in der Ferne nicht glücklich ist. Und diese Viertel- oder halbe Dioptrie, die ich dann doch so halb ins Minus gebracht habe, er gar nicht so schätzt. Ja, also er muss da schon, er hat ja auch maximal, warum jetzt hat er 1,0 in der Ferne, in der Nähe, wird er ja nicht auf 1,0 kommen, wenn ich das mache, sondern vielleicht auf 0,63. Da muss man dieses Verhältnis ausbalancieren, ja, damit er dann zufrieden ist. Oder eine entsprechende Aufklärung machen. Ne? Wenn es einer ist, der eh nie so richtig in der Ferne interessiert ist, dann kann man natürlich das mit dem besprechen. Ja. Ja. Okay, gut, dann machen wir weiter. Kollege Schimicek, und das geht jetzt hier um... Ja, das gleiche Thema natürlich, aber wieder ein bisschen anders aufgezogen. Bitte. Ja, guten Morgen auch von mir. Freut mich, hier zu sein. Wir kommen zu einem ganz anderen Thema. Und ich möchte Ihnen eine Möglichkeit vorstellen, mit der wir nach grauer Star-Operation, nach Implantation einer Sonderlinse oder nach einem refraktiven Linsenaustausch die Zufriedenheit unserer Patienten verfolgen können. In Echtzeit mit diesem neuen Produkt von Rayner, Ray Pro. Was ist Ray Pro? Es ist eine digitale Plattform, cloud-basiert, wo über einen Zeitraum von bis zu 3 Jahren eben die Patientenzufriedenheit in verschiedenen Fragestellungen verfolgt werden kann. Das wird dann hier für den Operateur, für den Arzt grafisch und statistisch schön aufbereitet, präsentiert. Das ist die Benutzeroberfläche, wie wir sie dann kennen, als Ärzte und benutzen können. Ich möchte einfach mal vorstellen, wie das Ganze funktioniert. Es basiert ausschließlich auf PROS, Patient Reported Outcomes, das heißt subjektive Bewertung des Patienten, seiner Zufriedenheit, seiner Lebenssituation, seines Ergebnisses, so wie er es einschätzt, gehen also überhaupt keine objektiven Werte ein, ganz bewusst, also keine Biometrie, keine Refraktionswerte, Zielrefraktion, diese Dinge. Was den Patienten interessiert, ist am Ende, bin ich zufrieden oder nicht? Und das ist eigentlich auch das, was uns als Ärzte interessiert. Wir wollen zufriedene Patienten, wir wollen Weiterempfehlungen. Wir wollen, dass der Patient im Alltag zurechtkommt. Den interessiert es nicht, dass wir ihnen sagen, sie haben hier super Werte gemessen, sondern den interessiert einfach, wie komme ich zurecht. Also was sind PROs? Das sind Patient Reported Outcomes. Sie erheben die Qualität der Patientenversorgung eben ausschließlich aus Patientensicht. Sie ermitteln die Steigerung der Lebensqualität nach einer Operation und sie messen die gesundheitsbezogene Lebensqualität zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie werden ermittelt durch kurze, selbst ausgefüllte Fragebögen. Ja, wie sieht das dann in der Organisation aus? Wir haben diese Cloud, das ist also hier ein Server, wo der Patient eingeschrieben wird in das Programm. Er wird registriert. Und der Patient erhält dann in bestimmten Zeitabständen eine Aufforderung, einen Fragebogen auszufüllen.
Diese Ergebnisse werden dann gesammelt, statistisch aufbereitet und dann eben uns in diesem Dashboard zur Verfügung gestellt, wo wir diese Werte dann in Echtzeit betrachten können und eben auch nach verschiedenen Fragestellungen genauer angucken können. Rainer hat die Möglichkeit, übergreifend anonymisiert die Daten auch anzuschauen. Das Programm wird weltweit angeboten, sodass hier das Potenzial besteht, dass wir sehr große Datenmengen generieren können. Das lebt natürlich nur vom Mitmachen, wenn Ärzte mitmachen, wenn Patienten mitmachen, wo man dann doch, denke ich, eine Menge interessanter Informationen daraus gewinnen kann. Die Registrierung ist, oder sagen wir mal, die gesamte Benutzbarkeit für den Arzt und für die Patienten ist bewusst einfach gehalten, um auch die Hürde zu nehmen, teilzunehmen. Es werden die wesentlichen Stammdaten eingetragen, dass der Patient zugeordnet werden kann. Und ganz wichtig natürlich die Einwilligung des Patienten. Der Arzt gibt ein oder die entsprechende medizinische Fachangestellte, in welchem Krankenhaus oder in welchem OP oder in welcher Praxis der Patient behandelt wird, welcher Arzt operiert, ob eine Monovision angestrebt wird, das finde ich auch ganz wichtig, gerade eben im Hinblick auf die Brillenfreiheit, dass man das zuordnen kann, wie weit die Brillenfreiheit jetzt durch die EDOF-Wirkung der Linse oder Multifokalität erreicht wurde oder eben durch diese Strategie der Monovision. Klar, rechtes, linkes Auge und das war es dann auch schon. Es wird also alles sehr einfach gehalten und ist schnell erledigt. Das ist jetzt der Zeitstrahl. Wir befinden uns am Zeitpunkt 0. Hier wird die Linse eingesetzt und dann kommt schon nach einer Woche der erste Fragebogen. Hier wird im Wesentlichen nur gefragt, weil es eben noch nicht so lange zurückliegt, wie zufrieden ist der Patient mit dem Operateur und mit dem Team, mit dem mit dem OP-Personal, schätze ich mal. Das ist das, was in dem Moment einfach zählt, weil es halt noch gegenwärtig ist und das Ergebnis ist noch zu frisch, als dass man da jetzt zu sehr das bewerten möchte. Deswegen kommt nach 3 Monaten dann der erste, sagen wir mal ein bisschen spezifischere Fragebogen, wo dann nach dem Patienten Zufriedenheit mit dem Ergebnis gefragt wird, nach der Brillenzufriedenheit und wie weit auch das besprochene Sehvermögen erreicht ist, was man dem Patienten in Aussicht gestellt hat oder was er sich halt auch von vornherein gewünscht hat. Nach einem Jahr kommt dann nochmal die Frage nach der Zufriedenheit mit dem Ergebnis, ob irgendwelche optischen Störphänomene bestehen. Das ist ja so, dass die häufig in der Anfangszeit intensiver wahrgenommen werden und dann zunehmend nachlassen. Und ob weitere Maßnahmen notwendig wurden. Im Wesentlichen geht es hier um Jagdkapsotomien und um Hornhautrefraktivbehandlung in Form eines Touch-Up-Lasers. Nach Jahr 2 und 3 kommt nochmal ein Fragebogen, der eben auch nur nach diesen weiteren Eingriffen fragt. Ich denke, das Programm ist zwar schon aktiv geschaltet, wir nutzen das schon über ein Jahr, aber da ist also durchaus auch der Wunsch da, das habe ich so ganz klar wahrgenommen, dass das auch weiterentwickelt wird. Ich würde mir wünschen, dass, wo ich nach 2 und 3 Jahren nach der Zufriedenheit auch mit dem Ergebnis gefragt wird, weil ich mir vorstellen kann, dass da doch noch eine Form von Gewöhnung stattfindet. Und ich denke, da ist einfach auch wichtig, dass man mit der Firma gut zusammenarbeitet, wir als Operateure, dass wir da unseren Input geben können und dass dieses Programm entsprechend optimiert werden kann oder wachsen kann. Die E-Mails an den Patienten sind einfacher Sprache gehalten. Sie kommen quasi von Ihrem Praxisteam. Wenn jetzt der Patient nicht reagiert, kommt nach 7 bis und dann nochmal nach 14 Tagen eine weitere Aufforderung, doch bitte den Fragebogen auszufüllen. Und natürlich kann der Patient jederzeit die Teilnahme beenden und er braucht auch keinen speziellen Account anzulegen, um einfach auch hier die Hürde möglichst niedrig zu halten und das so unverbindlich wie möglich für den Patienten auch zu machen, dass er weiß, das ist rein freiwillig und einfach. Die Fragebögen sind auch bewusst einfach gehalten, wurden entwickelt in Zusammenarbeit mit den Operatoren. Das sind wirklich die Fragen, die uns interessieren. Die Antworten sind vorgegeben, können angeklickt werden oder hier in Form von dieser Sliding Scale, also auch visuell sehr schön und intuitiv machbar, dass man zwischen nicht zufrieden und sehr zufrieden einfach diesen Schieber hin und her schieben kann und dann gefühlsmäßig einstellen kann an dieser Skala, wie zufrieden man sich fühlt. Es ist ganz bewusst keine Texteingabe nötig oder möglich. Und die Vervollständigung des Fragebogens sollte unter 5 Minuten erledigt sein. Ich denke,
auch für jemanden, der mit Computern nicht sehr erfahren ist, ist das möglicherweise unter einer Minute machbar. Das ist das sogenannte Dashboard, die Benutzeroberfläche für uns als Behandler, als Operateure, als Ärzte. Es wird nach der Zufriedenheit mit dem Operateur gefragt, nach der Zufriedenheit mit der Praxis, Zufriedenheit mit dem Ergebnis, die Brillenunabhängigkeit, die besprochene Sehleistung, das Auftreten von Dysphotopsien, ob zusätzliche Maßnahmen durchgeführt wurden und das Ganze natürlich auch zugeordnet, welche Linse verwendet wurde. Also wir haben verschiedene Filterfunktionen, mit denen wir arbeiten können, natürlich auch Datum, Praxis oder Krankenhaus und das Linsenmodell. So lässt sich also doch eine Menge Information rausziehen. Und da bin ich auch gespannt, was da sich an Möglichkeiten auftut. Was bestimmt ist, was sehr wertvoll ist, ist dieser RayPro Score. Er ist quasi ein Wert, der repräsentativ die Zufriedenheit darstellen soll für den Operateur. Es ist eine Prozentangabe, die generiert wird aus einem dynamischen Algorithmus, der verschiedene Parameter miteinander kombiniert. Die sind, glaube ich, auch unterschiedlich gewichtet, um einfach auf einen Blick erfassen zu können, wie die Performance ist. Wie zufrieden sind meine Patienten, wie gut ist mein Ergebnis, dass auch hier ein Benchmarking möglich ist, eine Art Audit, dass man sofort sehen kann, bewege ich mich hier im Mittelfeld, dann denke ich, kann ich schon mal ganz zufrieden sein. Ich sollte mir Sorgen machen, wenn ich unter dem Mittelfeld liege. Oder bin ich sogar besser? Und wenn ich dann genauer in die Einzelparameter reinschaue, in die einzelnen Werte, kann ich sehen, wo sind meine Defizite, wo müssen wir besser werden und wo sind unsere Stärken. Das ist alles möglich anhand auch dieses RayPro Score und dieses Rankings. In diesem Falle wurde ein Ranking erreicht oder eine prozentuale, ein Ergebnis von aufgerundet 89%. Hier findet ein Vergleich statt mit 145 anderen Operateuren in einem globalen Ranking. Dieser Operateur wäre auf Platz 1. Und das Ganze lässt sich auch anhand des Filters übertragen auf regional, global und ich glaube auch kontinental. Das heißt, man kann also verschiedene Vergleichsgruppen bilden, dass man sich da also auch ein bisschen besser einstufen kann. Jeder Operateur kann nur seinen eigenen Score sehen, also kann jetzt nicht gucken, wie die Mitbewerber liegen. Ne? Also für den Operateur ist auch eine gewisse Anonymität gewährleistet. RayPro setzt sich zusammen aus drei führenden digitalen Plattformen, die wir, denke ich, auch aus anderen Bereichen kennen, SurveyMonkey, Google Analytics und Strava. Es ist ganz speziell für Augenchirurgen entwickelt, in Zusammenarbeit mit Augenchirurgen. Es bildet diesen Echtzeiteinblick in die Zufriedenheit der Patienten, die Sehleistung, wie die Linsen performen, datenschutzkonform. Die Daten sind für Studien nutzbar, entweder für eigene Daten, die analysiert werden sollen, oder eben in Kooperation mit Render, dass diese Daten auch geöffnet werden können. Das haben wir auch getan, das möchte ich gleich nochmal zeigen. Es ermöglicht ein Insight-Driven Decision-Making, das heißt, wir können diese Daten natürlich nutzen und unsere Patienten dann zukünftig auch anhand dieser Daten besser beraten. Ich muss mich ein bisschen beeilen, die Zeit läuft aus. Es ermöglicht ein Peer-Benchmarking, wo wir uns vergleichen können mit anderen Zentren und die Messdaten unterstützen dann auch unser Leistungsangebot und auch das Potenzial, dieses zu verbessern. Forst & Sullivan hat 2019 mal geschaut, was sind sozusagen, sagen wir mal, die wichtigsten Schlüsseltechnologien im Gesundheitswesen. Wir sprechen ja hier auch viel über künstliche Intelligenz und diese Dinge, aber auf Platz 1 liegt dann doch interessanterweise Big Data. Da liegt das größte Potenzial aktuell drin. Natürlich, durch große Datenmengen kann man auch kleine Unterschiede messen. Es ist natürlich immer eine Vereinfachung, die da stattfindet bei diesen großen Datenmengen. Aber das ist, denke ich, auch das, worauf RayPro abzielt, dass hier global große Datenmengen erhoben werden können. Wie gesagt, exemplarisch, es wurde ja schon viel über die EMV geredet, tolle Linse. Zum sehr frühen Zeitpunkt wurden mal die Daten, die weltweit in RayPro erfasst wurden, ausgewertet. Das sind also jetzt nicht alles meine Daten. Ich denke, wir haben auch Linsen eingeschrieben und die haben dazu beigetragen. Aber es waren zu dem Zeitpunkt 329 Linsen, die ausgewertet werden konnten. Und da sehen wir, wie die Patienten ihre Zufriedenheit bewertet haben. 91% waren brillenfrei auf die Ferne.
85% auf den Mittelbereich und 65% sogar im Nahbereich, was man jetzt eigentlich nicht unbedingt erwartet hätte von der Monofokal Plus Linse, aber hier hat möglicherweise auch Monovision dazu beigetragen, dass doch so eine gute Nahsicht möglich war ohne Brille. Wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, das statistisch nochmal genauer anzuschauen, weil das ja auch erfasst wird. Ist jetzt in diesem Fall noch nicht gemacht worden, aber eben auch sehr erfreulich. Keiner der Patienten hat irgendwelche optischen Störphänomene wahrgenommen. Ich möchte auch hier jetzt zusammenfassen. RayProbe bietet die Möglichkeit, ein Follow-up bezüglich der Patientenzufriedenheit zu gewährleisten für bis zu 3 Jahre. Es können mit relativ geringem Aufwand große Datenmengen generiert werden, natürlich nur, wenn entsprechend auch mitgemacht wird. Die Registrierung ist schnell, sicher und einfach. Es bietet die Möglichkeit eines Peer-Benchmarking. Es ist auch entwickelt für die mobile Nutzung, das heißt, wir können jederzeit und überall auf diese Daten zugreifen. Real-Time, Real-World-Data, es wird großen Wert gelegt auf wirklich ehrliche Antworten im Schutz dieser Anonymität, dass die Patienten wirklich sagen können, hier kann ich ehrlich antworten, ohne dass ich das Gefühl habe, meinen Operateur hier vor den Kopf zu stoßen, und das Ganze auch in einem sozusagen neutralen Environment, dass er jetzt nicht in der Praxis durch einen Mitarbeiter befragt wird, hier, wie zufrieden sind Sie, wir kennen das also aus dem Restaurant, wenn man gefragt wird, war das Essen gut, viele trauen sich nicht zu sagen, nee, es war nicht so gut, und wenn man jetzt weiß, es ist anonym, ich sitze zu Hause, fülle einen Fragebogen aus, dann können wir doch davon ausgehen, dass die Daten sehr ehrlich sind. Und damit kann man halt auch wirklich arbeiten. Ich denke, da liegt ein Riesenpotenzial drin. Für Rayner-Kunden ist es kostenlos, ist es aber auch für alle anderen Produkte und Anwender nutzbar grundsätzlich. Und ich denke, da werden eventuell auch noch weitere Entwicklungen stattfinden, dass da andere Produkte dann eventuell Eingang finden. Ich danke auf jeden Fall für die Aufmerksamkeit und bin gespannt, ob da noch auch Diskussionsfragen kommen. Danke sehr. Ja, vielen Dank zu diesem sehr interessanten Thema. Wir werden das noch ganz kurz diskutieren. Kollege Schulz, bleiben Sie noch sitzen. Sie sind schon so eifrig. Ich habe mich auch damit gespielt ein bisschen. Und ich finde es eine sehr interessante Plattform. Ihre Erfahrung, ich meine, nicht alle von unseren Patienten, gerade die Älteren, sind ja jetzt so gewandt. Nicht alle haben ein Mobile-Device, nicht alle haben einen PC. Es gibt manche sehr wohl. Gerade jetzt kommen die Babyboomer, werden jetzt sozusagen kommen in das Alter. Die sind ja alle sehr digital. Das heißt, wie ist Ihre Erfahrung patientenmäßig auch, dass die das sozusagen schaffen können, umsetzen können, erstens. Und die zweite Frage ist, zu dem Zeitpunkt, wo ich es getestet habe, war es noch möglich, konnte man nur Rayner-Linsen verwenden. Jetzt verwende ich aber nicht nur Rayner-Linsen, ich habe auch andere Linsen im Portfolio. Ich glaube, die meisten von uns verwenden auch andere Linsen. Genauso, richtig, ja. Und da war es zumindest zu dem Zeitpunkt noch nicht so, dass man auch andere Linsen eingeben konnte, sondern nur die Rayner-Linsen. Jetzt wollte ich nur kurz fragen, was Sie da... Gut, also erstmal zu Punkt 1. Natürlich entscheidend ist die Motivation des Patienten. Der Patient hat ja erstmal nichts davon, dass er teilnimmt. Man muss also wirklich dem Patienten erklären, das ist eine gute Sache, dass wir die Versorgung verbessern können, wir als Zentrum, aber auch, denke ich, zukünftig im Dienste der Wissenschaft. Ne? Und ich denke, da liegt dieses große Potenzial, dass die Patienten das verstehen und dann auch mitmachen und dass sie auch verstehen, es ist eine ehrliche Meinung gefragt, wir wollen jetzt nicht einfach Lob bekommen, sondern wir wollen eine neutrale Antwort haben. Wir haben schon 12 Jahre Erfahrung, dass wir unsere Ergebnisse monitoren zu 100%. Also wir hatten vorher ein papierbasiertes System, wo jedem Patienten ein frankierter Rückumschlag in die Hand gedrückt wurde mit einem Fragebogen. Das war auch ein Produkt, was kommerziell erhältlich war. Und da war unsere Erfahrung, auch wenn wir die Patienten maximal motiviert haben, dass nur 50% mitgemacht haben. Aber immerhin, diese 50% haben wir dann bekommen. Und es war ein anderes System, es war aufwendiger auszufüllen, es war auch nicht so ein langer Beobachtungszeitraum, aber es waren für uns sehr, sehr wichtige und auch nützliche Daten, die uns sehr geholfen haben, unsere Versorgung zu verbessern. Und unsere Erfahrung hier ist, dass schon diese digitale Nutzung für viele Patienten ein Hinderungsgrund sind. Die sind da unerfahren und haben da auch wirklich Hemmungen. Ungefähr 50% erklären sich bereit, mitzumachen, bei uns jetzt. Und am Ende stellt sich raus, dass von diesen 50% auch nochmal nur 50% dann tatsächlich reagiert. Und je länger die Zeit vergeht, desto mehr findet da auch so ein Dropout statt. Ich weiß nicht, wie weit man das eben noch verbessern kann. Man hat ja schon viel getan, um es so einfach wie möglich zu halten.
Es war schon auch ein Gespräch, ob das vielleicht doch auch papierbasiert parallel möglich wäre, aber ich denke, das wäre ein Rückschritt. Ich meine, die Entwicklung geht Richtung digital und das hat ja auch viele Vorteile. Es ist ja bewusst einfach gehalten und vielleicht könnte man im Rahmen einer Demo-Version dem Patienten das kurz erklären, dass er sieht, okay, ich muss wirklich nur hier und hier klicken und dann hier mit dem Schieber hin und her schieben und dann kann man vielleicht schon mal erste Hemmungen da beseitigen. Da muss man sich vielleicht noch ein bisschen Gedanken machen und dran arbeiten, aber ich denke, da besteht auch nochmal Potenzial. Die zweite Frage, auch ganz wichtig, es sind tatsächlich nur Rainer-Produkte drin gewesen, das haben wir auch bedauert. Man hat uns dann die Möglichkeit gegeben, andere Linsen quasi unter einer Rainer-Linse zu verschlüsseln, aber das ist ja eigentlich nicht das, was man will, weil das verfälscht natürlich die Datenlage und dann hat man generisch quasi neue Linsen angelegt und ich denke, das ist ein guter Weg, aber das ist auch noch nicht das Ziel, weil der Wunsch ist ja, dass man wirklich große Datenmengen global bekommt und dann auch verschiedene Linsen gegeneinander antreten lassen kann und sieht, wie die Performance ist, losgelöst von kulturellen Einflüssen, von regionalen Einflüssen und was auch immer. Ich denke, da liegt die Stärke drin und ich denke, das ist auch das Ziel, was Rainer verfolgen will. Ich bin ja nur Anwender und in gewissem Maße Berater, aber ich habe das so verstanden, wir haben da jetzt intensive Gespräche geführt mit den verantwortlichen Mitarbeitern und dass das der Weg ist, wo es hingehen soll. Ich denke, da hat man vielleicht auch eine Verantwortung in unserer Gesellschaft, dass wir die Medizin voranbringen. Ich finde es toll, dass eine Firma sich dieser Frage angenommen hat, weil wir haben keine Daten, die 3 Jahre lang sehr neutral diese Zufriedenheit erfassen und gerade bei Multifokallinsen ist das ein wichtiges Thema, wie weit wirklich Störfaktoren die Vorteile der Brillenfreiheit dann auch unterm Strich belasten. Ne? Und ich würde mir das wünschen, dass das weitergeht. Ich würde mir wünschen, dass das Produkt gut angenommen wird. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln wird. Aber ich denke, hier ist auch unser Input gefragt. Ich meine, Sie sind ja auch Anwender und da kann man natürlich Wünsche äußern. Da kann man vielleicht auch entsprechend. Ja, machen wir gleich den Wunsch. Bitte auch andere Linsen erlauben. Genau. Gleich genau. An die Rainer-Vertreter. Dann gehen direkt auch eine Frage. Und zwar, wenn jetzt der Patient einfach aus dem Praxisalter, wenn da ein Patient ist, der kreuzt bei allem, weil er super unzufrieden ist, warum auch immer, der kreuzt bei allem an, ich bin ganz unzufrieden. Gibt es dann eine Möglichkeit, dass ich das als Arzt mitbekomme oder irgendwie einen Kontakt herstellen kann und der dann nicht denkt, ich habe das doch extra angekreuzt und das keiner toll, hat sich gemeldet? Das ist ja für uns auch ein riesen Nutzen, den wir eigentlich haben könnten und das habe ich auch schon vorgebracht, weil wir haben genau diesen Fall. Wir haben uns jetzt im Vorfeld zu diesem Vortrag auch nochmal die Daten genau angeschaut, dass ein Patient ja wirklich alles ganz schlecht angekreuzt hat und da denkt man nicht, Mensch, man möchte eigentlich gerne mit dem Patienten Kontakt aufnehmen und fragen, was ist denn los, was ist denn der Grund, warum Sie so unzufrieden sind, das interessiert uns, vielleicht können wir Ihnen auch helfen, ne? Und diese Möglichkeit gibt es aktuell nicht, aber das ist ja auch die Möglichkeit, die wir als Anwender haben, mit Rainer zu kooperieren und sagen, kann man da nicht einen Button einfügen und sagt, ja, ich wünsche bitte oder ich erlaube, dass der Arzt mich kontaktiert, dass diese Anonymität aufgehoben wird, dass der Patient quasi einwilligen kann, dass er wirklich die Chance kriegt, dass man ihn da nochmal kontaktieren kann, weil wir können den Patienten nicht zuordnen. Ja. Ich glaube, dann ist auch plötzlich nochmal für den Arzt selber ein riesen Mehrnutzen, was auch, glaube ich, zur Akzeptanz. Ja, ich glaube, das ist auch bei Rainer so aufgenommen worden, da wird das diskutiert und eventuell dann auch umgesetzt. Ja. Okay, na, jetzt, sehr interessante Diskussion. Jetzt machen wir weiter, weil sonst läuft dem Herrn Schulz die Zeit weg. Und es geht jetzt wieder abschließend um das wirklich interessante Thema der erweiterten Tiefenschärfe. Ja, vielen Dank, dass ich auch vortragen darf. Ich bin jetzt sozusagen neu, ganz frisch in der Gruppe der Anwender dieser Linse und ich freue mich und ich möchte da ein bisschen weiter vorne starten. Nämlich als meine berufliche Karriere angefangen hat, da hat mein Professor mir damals gesagt, es gibt diese Patienten, die haben eine sphärische Linse und die können alles lesen, weil die selber über ihre Hornhaut genau das bekommen haben, was diese Linse jetzt zusätzlich macht. Und die gab es auch damals schon. Man konnte das gar nicht glauben. Man hat eine Monofokallinse eingesetzt und die saßen vor ihm, konnten einfach vorlesen, weil die einfach schon so viel sphärische Aberration haben. Und eigentlich hat mich diese Idee seitdem nicht mehr losgelassen, weil es die Patienten, ich weiß nicht, wie häufig die sind, wir kennen die alle, einer von 100 sind. Und die sind unglaublich happy gewesen, weil die halt mit diesem Ganzen, was die Trifokallinsen machen, gar nichts zu tun hatten. Und deswegen war ich direkt von der Linse und der Idee so begeistert und freue mich, dass ich da auch mit zu vortragen darf und teilnehmen darf.
Und jetzt ist es so, wenn man sich das in Deutschland anguckt, dass es irgendwie doch häufig jetzt bei den Babyboomers in der Privatambulanz einer meiner Standardpatienten, der so reinkommt. Die sind mittlerweile informiert, die haben Informationen über Trifokallinsen gefunden, da gibt es jetzt auch immer mehr, die finden Monofokal Plus sogar schon, die haben das irgendwo gelesen. Die Leute, die Babyboomer, sie wurden schon angesprochen, das ist der Alltag. Ja, die kommen, die sind schon ein Stück weit informiert, meistens völlig durcheinander, auch wenn sie eigentlich in ihrem Ingenieurberufsfeld oder was auch immer, wo sie tätig waren, Automobilindustrie oder ähnlichen, eigentlich sehr klug sind, aber das so auseinander zu filtern, fällt doch ziemlich schwierig. Was die aber mitbekommen, ist dann doch, Trifokallinsen machen Halos, machen Glare, machen Dysphotopsien. Da haben die Respekt vor, das wollen sie nicht. Und in Deutschland ist auch mal wichtig, ich will gut Auto fahren, ich will das Armaturenbrett sehen. Das ist so mein Gefühl aus dem Alltag, dass das stattfindet. Und da muss man mittlerweile, glaube ich, sich mehr Zeit nehmen, diese Patienten zu beraten, dass man die auch abholt, dass die dann zu einem guten Ergebnis kommen. Sie wissen alle, worüber wir sprechen. Und die Grafik hat mich eigentlich auch fasziniert, weil das ist einfach unser Alltag. Deswegen habe ich es auch nochmal eingenommen. Ich liebe eh diese Market-Scope-Daten, dass die Monovision, Mini-Monovision, moderat, wie wir es vorhin schon gesehen haben, einfach ein großes Thema ist. Und wir machen das eigentlich faktisch immer im Alltag, also zumindest eine Mini-Mini-Monovision. Sie wissen, dass man nimmt das dominante Auge, nimmt man ein bisschen dichter an die Null und dann zumindest eine weiter Richtung Minus bei dem nicht-dominanten Auge oder zwei. Das heißt, eigentlich ist das unser Alltag, den wir leben. Und jetzt haben wir hier plötzlich die Chance, das nochmal ein bisschen besser und größer zu machen. Und ich freue mich da riesig drüber, dass wir da jetzt eine Linse haben, die das auch noch weiter unterstützt. Das haben Sie alle schon gesehen. Das bin ich jetzt vor knapp 5 Wochen mit meiner ersten Implantation. Und ich kann vielleicht einfach dazu sagen, das merken Sie direkt, ob eine Linse im Alltag einfach zu implantieren ist, so wie Sie es kennen. Sie machen es einfach und merken gar nicht, dass das eine neue Linse ist oder Sie haben so Problemchen hier und da und hier war es wirklich einfach. Ich habe sogar das Video von meiner ersten Implantation jetzt einfach mal mitgebracht, dass Sie das sehen. Das kommt gleich, wie das Ganze funktioniert. Über das Prinzip haben wir schon viel gesprochen. Da ist jetzt für mich eine wichtige Frage gleich, wo es, glaube ich, noch relativ wenig Daten gibt, was aber für mich die wichtige Frage auch in die Zukunft ist. Welche Patienten profitieren eventuell, und da brauchen wir Studien, richtig gut von dieser Linse und welche nur gut? Und das heißt, gibt es irgendwie ein sinnvolles Anschauen der Hornhaut vor der Operation und haben wir hier Synergieeffekte, also sprich, macht die Hornhaut schon sphärische Aberration und macht die Linse dann noch was obendrauf und sind das vielleicht die Patienten, die richtig gut sehen? Mein Ziel einfach, dass ich den Patienten natürlich vorher schon gut beraten kann, wie es ist. Da bin ich gleich auf die Meinung der Kollegen gespannt. Das haben Sie alle schon gesehen. Das will ich ein bisschen übergehen zu meinem Fall. Wie gesagt, ich habe jetzt bei meinen Erstpatienten, die ich gemacht habe, auch das Gefühl oder mit Freude, ich bin relativ aggressiv daran gegangen, dass die hier einen deutlichen Gewinn in der Tiefenschärfe haben. Ich zeige Ihnen das jetzt gleich. Das haben wir, glaube ich, auch schon gesehen, dass wir diese 2 Gipfel haben, die dann aber ein bisschen breiter auslaufen, so dass wir das kombinieren können. Und gerade wenn wir ein bisschen Monovision machen, was der Alltag ist, hier würde mich auch interessieren, welche Formel die Kollegen aktuell für diese Linse einsetzen würden. Kann ich gleich auch nochmal berichten aus meinen ersten Erfahrungen, weil wir diesen starken Hyperopen-Teil haben, ob das überhaupt wichtig ist oder ob man einfach wirklich eine richtige Range hat, wo man landen kann und da auch ein bisschen entspannter rangehen kann, weil Sie alle wissen, wir machen so viel, versuchen so gut zu berechnen, aber wenn ich eine breite Landebase habe, ist das vielleicht auch etwas einfacher und dann gerade auch, wenn die torischen Linsen kommen und das ist nochmal der Punkt, warum habe ich es reingenommen, ich habe schon angesprochen, das Autofahren ist doch für viele ein wichtiger Punkt, wo ich auch immer das Gefühl habe, wenn jemand wirklich mit einer Trifokallinse so richtig unzufrieden ist, obwohl er keine Brille tragen wollte, dann ist es meistens das Fahren am Abend im Auto, weil er sich da einfach super unsicher fühlt bis dahin, dass er dann das Auto nicht mehr benutzt und hier hat man dann eine super Option. Hier ist mein erster Patient, der war 67 Jahre alt, ich habe den jetzt im Mai operiert, der hatte bisher keine Fernbrille, keine Augentropfen und früher waren beide Augen gleich gut und jetzt ist das, wie gesagt, wie ich das eben schon gezeigt habe, er sah auch wirklich so ein bisschen wie dieser Comic aus und er hat gesagt, ich möchte den Alltag ohne Brille bestreiten, ich möchte gerne Auto fahren und ich möchte auf keinen Fall Störbilder. Ich habe mir das angeschaut im Internet und oh Gott, da habe ich dann im Forum noch Berichte gefunden und bei Facebook, das möchte ich auf jeden Fall nicht, aber ich möchte doch die Brille. Und dann sitzt man da und muss den Patienten, glaube ich, erstmal ein bisschen einfangen. Es gibt keine Rose ohne Dorn und die Rose mit den wenigsten Dornen, das ist, glaube ich, im Moment diese Option, die wir ihm hier anbieten. Das waren die Befunde, der hatte dann doch eine ganz ordentliche Katarakt, wie das dann ja ist, dass die 0,4 der Visus am rechten Auge war, 0,32 am linken Auge mit NC4 einer deutlichen Katarakt und das war dann meine Auswahl. Ich bin dann schon, sag ich mal, relativ für den Erstversuch auch da mutig rangegangen mit am nicht dominanten Auge einer Zielrefraktion von minus 1,14 Dioptrien. Und das ist jetzt die Implantation. Ich hatte es eben schon angesprochen, die Linse kommt wirklich sehr einfach bei einem kleinen Schnitt, ohne dass man da größere Probleme hat. Und hat dann nachher auch super gesessen an beiden Augen, sodass man die Ergebnisse gut verwenden kann. Sie hatten es eben gesehen, der hat knapp 1 Dioptrien Astigmatismus
gehabt. Deswegen habe ich den Hauptschnitt auch entsprechend bei 12 Uhr oder 80 Grad gelegt. Visus war dann nachher am rechten Auge 1-0. Jetzt, soweit ich ihn habe, er ist ja noch, sagen wir, gerade mit der Heilungsphase zu Ende. Links war 0,8. Binokular hatten wir 1-0. Im Zwischenbereich hat er auch 0,8 gesehen und 0,5 in der Nähe und war wirklich super zufrieden mit dem Ergebnis. Das hat mich dann natürlich, ist immer für den Erstpatienten ja auch ein guter Start, psychologisch für den Operateur, wenn da einer operiert wird und direkt so super rauskommt. Das hat mich sehr gefreut und ich glaube, das ist der Weg der Zukunft, dass wir diese Linsen nutzen. Deswegen glaube ich, dass wir auch viele diese kleinen Fragestellungen da hoffentlich noch mehr dazulernen können. Inwieweit kann ich an den Daten der Hornhaut, die ja da immer noch mit reinspielt, schon vorhersagen, wer wird richtig gut in der Nähe sehen und wer wird gut in der Nähe sehen. Das ist jetzt so auch sein Alltag. Er hat jetzt gesagt, er hat sich eine Lesebrille noch geholt für die kleinen Schriften, wenn er die FAZ liest. Aber ansonsten im Alltag kann er das alles ohne bestreiten und ist da sehr glücklich. Diese Daten fand ich nochmal wichtig, weil das für mich, glaube ich, wie gesagt, aus dem Alltag ein so wichtiger Punkt gewesen ist, dass man gerade in den Abendstunden da keine Probleme hat. Und zusammenfassend haben wir hiermit eine tolle neue Option, nicht diffraktive IOL, erprobtes Material mit einfacher Handhabung. Ich denke, man hat es gesehen, wie einfach die Linse reinging. Und man hat dann verschiedene Optionen. Man macht nur die Emmetropie, wo man dann ganz wenig diskutieren muss, oder Mini-Monovision, wie in meinem Alltag eigentlich immer stattfindet, oder eine richtige Monovision in diesem Bereich um 1,5 Dioptrien und erreicht damit auf jeden Fall eine gewisse Brillenunabhängigkeit. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Ich meine, die eine Frage haben Sie ja schon sich selber gestellt, ja. Oder uns gestellt, besser gesagt. Wie kann man sozusagen an der Hornhaut eben vorhersagen, wie die Linse wirken wird? Ich meine, Gerd, hast du dir das schon ein bisschen überlegt? Ja, also wir haben bei uns ja die Pentacam IXL Wave. Da können wir die totale Aperometrie, Wellenfrontmessung machen. Wir können es aufstückeln nach interner Wellenfront, nach kornealer Wellenfront. Und da sind wir jetzt dabei, uns gerade auch die Arena-Patienten dann anzuschauen, wie die Gesamtsumme aussieht und so weiter, und das miteinander zu korrelieren. Da sind wir jetzt gerade dabei. Also, jetzt haben wir aber noch nicht Daten, sonst hätte ich die gezeigt, ne, wo man das machen kann. Aber das ist dann aber auch eine Voraussetzung, ne, wenn du damit spielen willst. Dann musst du halt bei jedem Patienten das auch machen, um dann das anzuwenden. Wobei beim Kataraktpatienten wird das ein bisschen schwierig präoperativ. Da muss ja, nur die Korneale dann. Nur, ne? Die Korneale, ja, das ist schon richtig. Aber das ist, glaube ich, insgesamt, also jetzt unabhängig sogar von dieser Linse, glaube ich, eine spannende Frage, dass man da, es gibt die Daten, es gibt so ein bisschen Empfehlungen, aber so richtig im Alltag, weil es halt so viele Co-Faktoren, Astigmatismus etc., der da mal noch mit reinspielt, gibt, bin ich aber gespannt, vielleicht, dass man jetzt plötzlich immer, wenn man die Linse nutzt, über ein Level kommt, dass es halt auch wirklich, und dass vielleicht viele diese Patienten, die sind, die plötzlich in der Nähe was sehen. Ja, es gibt ja seit Jahrzehnten aberrationskorrigierende Linsen. Ja. Ja, ja. Und da haben wir immer schon drüber gesprochen, das macht ja kein Mensch. Genau, ja? Genau. Also, hier ist es jetzt nochmal extra wichtig, weil man davon ja profitieren will. Ne? Ja. Vielleicht gibt das dem Ganzen mal einen Push, dass die Leute dann wirklich auch das machen und dann danach wirklich die Linsen aussuchen. Ja. Ich glaube auch, dass, was ein bisschen ein Problem immer war, das war nämlich auch jetzt mit Scheinflug spezifisch, dass wir hatten, glaube ich, das war vor über 12, 13 Jahren, wollten wir mit Rainer eine Studie machen, wo wir sozusagen für die Hornhaut spezifisch eine sphärisch aberrierte, korrigierte sozusagen Linse produzieren in einer Studie. Und dann haben wir aber die Messungen, die wir gemacht haben mit der Scheinflugtechnologie damals, waren einfach zu noisy. Das heißt, für diese Details, für diese ganz kleinen, für eine Average geht das schon, für eine Population oder für den Patienten individuell. So dass wir dann die Daten, die wir dann Rainer geschickt haben, die das für Raytracing verwenden wollten, um das in die Linse dann sozusagen einzuschleifen, das war einfach zu noisy. Ich glaube, jetzt mit OCT-Technologie ist auch wieder ein Schritt nach vorne. Wir müssen das, glaube ich, einfach neu evaluieren, weil das einfach eine schnellere Aufnahme ist, sozusagen artefaktfreier und auch einfach präziser. Also ich denke auch, dass mit den besseren diagnostischen Maßnahmen und Möglichkeiten wir wahrscheinlich da auch einen Schritt weiterkommen können. Ja, also wir haben Tracy, wir haben Nidec OPD-Scan, wir haben Oculus, IXL Wave. Wir haben jetzt verschiedene Messmethoden und Möglichkeiten. Es gab auch früher mal dieses, hieß glaube ich, MyLentis-Projekt von Oculentis, wo sie auch individualisiert angepasste Linsen herstellen wollen. Hat keiner Mensch von gehört. Ne? Das wurde mal irgendwie angefangen, aber es ist nie irgendwie zu irgendwas geworden. Also dieser Schritt hat damals nicht geklappt. Wäre vielleicht jetzt wieder interessant, ne, diese Richtung zu gehen mit den diagnostischen Möglichkeiten. Ich meine, Kollege Schulz, was machen Sie denn präoperativ bei diesen Patienten routinemäßig, abgesehen jetzt von einer Biometrie mit Ihrer Biometrie? Also aktuell jetzt, wenn das jetzt außerhalb von Schulen ist, bei uns der Standard IOL-Maße und Scheinflug noch. Ja. Okay.
Aber wir haben natürlich auch die Option, wer auch gerade aufgezählt hat, das wäre interessant, dass man vielleicht sagt, man macht eine Aborometrie auch immer noch bei diesen Patienten mit, dass man die Daten hat. Ja. Ja. Mhm. Und auch Postopäder natürlich. Gibt es vom Publikum jetzt noch irgendwelche Fragen oder Kommentare? Das wäre jetzt doch der ideale Zeitpunkt. Dann wollte ich noch sozusagen für jeden so ein kurzes Endstatement haben. Sozusagen, was Sie oder was euch bewegt jetzt gerade. Jeder hat eine Minute Zeit. Also ich kann es nur noch mal wiederholen. Das ist eine Frage gefühlt, die mich genau dieser Punkt, die mich seit 10 Jahren bewegt, ob man darüber nicht einen Erfolg haben kann. Und das ist ganz aktuell 2016 für mich geworden, als ich meinen eigenen Vater, als wir den operiert haben. Und dann fängt man nämlich nochmal, dann will man ja alles rausholen, was geht, und alles perfekt machen. Und dann habe ich mir das auch angeguckt und habe wirklich gefühlt 1 Monat lang immer hin und her überlegt, welche Linse nimmt man jetzt, teilkorrigieren, vollkorrigieren. Und da habe ich dann gemerkt, dass das noch, also dass vieles klar ist, aber nicht im Alltag übertragbar ist, so richtig. Ne? Eigentlich, wie Herr Offert das gerade dargestellt. Was hat er bekommen? Das möchte ich genau wissen. generisch meine ich. Aber er ist zufrieden. Haben wir Monovision? Eine leichte Monovision. Leichte Monovision, okay. aber wir haben Monovision, keine Multifokalin, sondern wir haben Monovision und haben auch dieses Zwischenmoderat und Mini gemacht. Ja, also wenn ich mich zum Linsenthema äußern soll, dann denke ich auch, die Welt wird immer komplizierter, weil es immer mehr Möglichkeiten gibt und wir müssen die Möglichkeiten immer mehr mit den Patienten abstimmen. Und ich muss da immer wieder denken, ich saß mal in einem Zug, schon wirklich etliche Jahre hier auf dem Weg zum Kongress nach Dresden, und dann sind lauter neue Bundeslandbürger eingestiegen und haben es dann in meinem Abteil unterhalten. Früher war die Welt viel besser, es gab Kekse oder es gab keine Kekse. Ne? Ja. Und dann, wenn es welche gab, hat man die gekauft und gut war. Ne? Und jetzt kommt in den Laden rein 20 Sorten Kekse, man kann sich gar nicht mehr entscheiden. So schlecht ist die Welt geworden, früher war alles noch besser. Ja. Und so fühle ich mich mit dem Linsenmarkt eigentlich auch. Es gibt immer mehr Möglichkeiten und diagnostisch an Linsentypen, wo positioniert man dann diese Linse preislich von der Zielgruppe her, wie definiert man das? Und da muss man, glaube ich, wirklich sich sehr gut Gedanken machen, dass man da ein Konzept im Kopf hat, dass man da einen Chart hat, Flowchart oder wie auch immer, wo man dann nach Patientenbedürfnissen, Erwartungen, Ausgangssituation einfach für jeden versucht, das Beste zu finden. Ja, ich denke, das ist die Herausforderung inzwischen. Ja. Und manchmal gibt es ja gar keine Kekse mehr. Wie heißt immer Supply Chains, sind das ein Problem? Also Kekse gibt es schon noch, aber wir kriegen ja manchmal schon so unsere Materialien nicht mehr, die wir im täglichen Gebrauch brauchen. Also, aber gut, ein anderes Thema. Ja, Gerd. Ja, ich kann dem eigentlich nur zustimmen. Ne? Also das ist wirklich, das Gemeine ist ja, jetzt haben wir auch noch die diagnostischen Tools, um da hinzugehen. Früher konnte man ja immerhin sagen, das kann man noch nicht so genau messen. Ja? Und dann lag das so an der Erfahrung des Operateurs oder wie. Und jetzt, man muss sich darauf einlassen und dann muss man es richtig machen. Sie können immer noch 0815 jeden das Gleiche, das geht auch. Ja? Und ist vielleicht betriebswirtschaftlich manchmal gar nicht so uninteressant. Ja, muss man ganz realistisch sein. Also, aber wenn man es dann macht, sollte man es richtig machen und dann sollte man eben halt auch die, wie er schon sagte, entweder hat man so einen Flowchart, also so ein, zumindest im Kopf, so ein Schema oder Abläufe, Prozesse in der Praxis. Und da würde ich auch dann nicht irgendwie 20 verschiedene Linsen nehmen. Da würde ich mich auf eine Handvoll Linsen konzentrieren. Am besten gleiche Plattform, dass auch Linsenberechnung, dass alles gleich ist. Und dann kann man eigentlich, also zum Beispiel auch mit Brainer, Sie haben Trifokale für einen Kapselsack, Sie haben Trifokale für Add-on, Sie haben Torische. Also Sie können im Prinzip mit einer Plattform fast alles abdecken und das im Rahmen von einer Prozessautomatisierung so machen, dass das reinpasst. Ne? Also das ist heutzutage möglich und dann doch nicht mehr so kompliziert. Ja. Ne? Ja, das bleibt mir noch das Abschlusswort. Achso, da gibt es noch eine Meldung. Eine ganz kurze kleine Frage an die Anwender, die Verwender. Gibt es irgendwelche Ausschlusskriterien, dass Sie sagen, bei den Patienten würde ich das nicht anwenden? Also ich wiederhole die Frage, weil es sozusagen sonst nicht. Gibt es Ausschlusskriterien für diese Linse? Also irgendwelche Patienten, Komorbiditäten? Ich hätte gesagt, für Trifokale gibt es viele Ausschlusskriterien. Ja, und ich würde sagen, für diese Art von Linse, also ich kann nur sagen, für einen Enhanced Monofocal oder Monofocal Plus, ich verwende zum Beispiel jetzt auch eine Monofocal Plus als meine Routinelinse für alle Patienten. Glaukom, AMD gemischt und habe bis jetzt noch keine negativen Effekte gemerkt. Diese Linse natürlich macht ein bisschen mehr. Für mich ist das eine etwas stärkere Monofocal Plus, sage ich jetzt einmal. Da könnte man sich jetzt überlegen, dass man vielleicht gewisse Patienten auslässt. Ja, darüber könnte man diskutieren, wobei ich nicht wirklich glaube, dass die jetzt große Nachteile haben, müsste ich auch sagen.
Ich glaube, das werden wir wahrscheinlich in einem Jahr besser beantworten können. Auch unbefriedigend, ich weiß, aber ich denke, für mich gibt es jetzt keine großen Kontraindikationen. Bist du? Ja, nee, Kontraindikationen im eigentlichen Sinne gibt es nicht. Die Kontraindikation ist das, was Sie dem Patienten erzählen. Ja, Sie können jetzt einen mit Glaukom und diabetischer Retinopathie die Linse einsetzen, aber ihm nicht erzählen, dass er da mit Tiefenschärfe hat und jetzt ohne Brille lesen kann. Ja, also das ist ja, die Kontraindikation besteht darin, dem irgendwas zu verkaufen, was die Linse in dem individuellen Patienten nicht kann. Und das wäre auch mein Endstatement nämlich gewesen, dieses kennen ja eh schon viele, under promise, over deliver, nicht? Also in dem Fall, glaube ich, mit einer Monofocal Plus, dem Patienten hat man die Trifokale quasi schon ausgeredet jetzt. Ich rede jetzt für diesen Patienten oder diese Patientin, ja, wo man die jetzt nicht anwenden will, weil man einfach nicht glaubt, dass die geeignet sind. Und dann das Monovisionskonzept mögen manche nicht. Manche haben Angst davor von diesem größeren Unterschied. Das heißt, wir gehen auf einen kleinen Unterschied, den sie fast nicht merken oder dann rede ich gar nicht drüber. Und dann sage ich auch nicht, wir werden jetzt hier viel gewinnen, sondern schauen wir uns das an. Ja. Ich glaube, man darf einfach nicht zu viele Expectations, zu viele sozusagen Hoffnungen schüren, weil dann wird es schwierig. Und ich glaube, damit können wir auch schon schließen. Vielen Dank. Und vielen Dank, Rainer, für dieses interessante Programm, dass wir das machen durften. Und ich wünsche euch einen sehr schönen Tag.